Oliver Kreuzer ist seit Mittwochnachmittag kein Löwe mehr. Der 50-Jährige war nur 7,5 Monate Sportchef des TSV 1860. Nun gehen sie getrennte Wege. Kreuzer wurde von den Löwen entlassen. Ein Nachfolger steht wohl bereits fest und wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Wie das Schwesterblatt der TZ, die Kreiszeitung Sieke, vermeldet, wird der bei Werder Bremen scheidende Thomas Aichin die Stelle in München antreten und sich als Geschäftsführer um den Sport und die Finanzen kümmern.